Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete. Was im Kleinen gilt, gilt nun auch im Großen. Erst wenn uns etwas fehlt, merken wir, wie nötig wir es brauchen. Die absolut notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus lassen derzeit so vieles nicht zu. Kein Treffen mit Freunden, mit Enkeln oder Großeltern, kein Kita- oder Schulbesuch, Theater-, Club- und Konzertbesuche, keine Besuche in Museen, Galerien, Cafés. Noch härter jedoch treffen viele Berlinerinnen und Berliner die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus. Deshalb haben wir gemeinsam Senat und Parlament schnell und unbürokratisch geholfen und einen breiten Schutzschirm aufgespannt. Sehr kurzfristig haben wir stark nachgefragte Soforthilfen mit zinslosen Darlehen für Unternehmen und ein Zuschussprogramm für Solo-Selbstständige und Freiberuflerinnen beschlossen. In kürzester Zeit wurden bereits 100.000 Betroffene unterstützt. Mehr als 1 Milliarde Euro sind bereits ausgezahlt. Ja, sicher, Herr Dräger, mehr geht immer. Ja, sicher, in Berlin klappt wenig von jetzt auf gleich. Doch die gute Botschaft ist, dass es am Ende funktioniert. Bereits am Freitag hatten die ersten Antragstellerinnen ihr Geld auf dem Konto. Weitere Auszahlungen folgten ab Montag, so wie wir es versprochen haben, schnell und unbürokratisch. Noch nie wurden in so kurzer Zeit und in diesem Umfang Mittel des Landes und des Bundes zur Verfügung gestellt. Lasst uns auch mal stolz sein an dieser Stelle. Nimmt doch das Land Berlin im Vergleich zu allen anderen Bundesländern hier eine Vorreiterrolle ein. Da ist es an der Zeit, auch mal herzlich Danke zu sagen. An den Senat, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem aber an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IBB. Trotz Warteschleife, und Datenpanne haben die Akteure in den letzten Tagen hier Großartiges geleistet. Doch diese wirtschaftlichen Hilfen sind nur eine Baustelle. Genauso wichtig ist es, dass wir den Schutz der Berliner Mieterinnen und Mieter erhöhen. Der Bund hat bereits den Kündigungsschutz bei Mietrückständen für Wohn- und Gewerberäume deutlich ausgeweitet. Darüber hinaus hat der Senat mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und der Berlin-Novo vereinbart, Vollstreckungen von Wohnungsräumungen bis auf Weiteres auszusetzen. Private Wohnungsunternehmen sind angehalten, ebenso zu verfahren. Des Weiteren sind Zählersperren durch Amtsgerichte ausgesetzt. Auch für die Obdachlosen ist inzwischen für Hilfe gesorgt. Seit gestern ist die Jugendherberge in der Kluckstraße in Betrieb. Auswirkungen hat die Corona-Pandemie natürlich auch auf die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musikschulen, Volkshochschulen und weiteren Einrichtungen des Landes Berlin. Viele von ihnen haben kreative Ideen entwickelt, ihren Unterricht auch aus der Ferne fortgesetzt. Deshalb ist die Entscheidung des Landes richtig, dass ursprünglich vereinbarte Honorare weiter zu zahlen sind. Berlin ist vor allem aber die Stadt der Kunst und Kultur, der Clubs, der Kreativen, der kleinen Kneipen und Bars. Und damit bin ich bei denjenigen, die gerade in Berlin unseren Alltag mit ihrer Kunst durch so bunte und vielfältige Arbeit bereichern, wie in sonst kaum einer anderen Stadt. Besonders hart trifft es die Freien, die Solo-Selbstständigen wie Musikerinnen und Musiker, die derzeit nicht öffentlich auftreten können, oder Schauspielerinnen, die von ihren Gagen leben. Aber auch die Guides in Museen und Gedenkstätten, kleine Konzertveranstalter, Lesebühnen, Clubs, die Soziokultur, die vielen kleinen Kneipen, all die müssen mit dem völligen Einbruch aller Einnahmen klarkommen. Schwer ist es auch für die mit oder ohne Zuschüsse arbeitenden Kulturbetriebe, die mit ihren Einnahmen ihren Betrieb unterhalten und nun ohne jede Einnahme dastehen. Es gibt die Soforthilfe 1, ein Darlehen, um die größte Unbill erst einmal abzufedern, die Existenz zu sichern. Ja doch, aber es muss irgendwann zurückgezahlt werden. Viele Künstlerinnen, auch die Betreiberinnen der kleinen Kneipen und Bars, können das gar nicht. Ihr Einkommen erlaubt selten, nennenswert vorzusorgen oder Rücklagen zu bilden. Übrigens auch ein Punkt, über den eine Gesellschaft nachdenken sollte. Für diese Künstlerinnen und Künstler gab es die Soforthilfe 2, einen Zuschuss von 5.000 Euro, der ihre berufliche und anders als in anderen Bundesländern auch ihre persönliche Existenz in diesen Zeiten sichern helfen soll.
Das Land Berlin hatte das bundesweit schnellste, offenste und vom Volumen her größte Soforthilfeprogramm für Künstlerinnen und Künstler und andere Freiberufler und Soloselbstständige. Zunächst standen 100 Millionen Euro zur Verfügung. Diese wurden im Verlauf weniger Tage auf 300 Millionen Euro aufgestockt. Am 1. April mittags betrug das beantragte Volumen bereits über 600 Millionen Euro nur für dieses Soforthilfeprogramm 2. Also das Sechsfache des Ursprungsvolumens. Binnen kürzester Frist konnte dadurch die erste Nothilfewelle aufgefangen werden. Im nächsten Schritt wird diese Unterstützung nun in einem bundeseinheitlichen Programm fortgeführt. Wir fordern, dass dabei die Bedarfe und Lebensrealitäten von Kulturschaffenden, Freelancern und Kleinstunternehmen mindestens weiterhin so berücksichtigt werden, wie wir das in Berlin getan haben. Und noch etwas zeigt sich in der Krise, und das finde ich bewundernswert. Es ist der Zusammenhalt der Menschen in unserer Stadt. Es ist die schöpferische Kraft, die Wucht an Ideen, sei es beim Erfinden neuer Möglichkeiten oder ganz konkreter Unterstützung für unser Gesundheitssystem. Beispielhaft die Plattform Berlin Live, eine Schnittstelle für kulturelle Angebote von Bühnen und Clubs, Museen und Galerien. Hier besteht die Chance, digitale Projekte und Ideen zu proben, populärer zu machen, aber auch die Chance, Künstlerinnen mit Spenden zu unterstützen. Es sind zugleich die Balkonkonzerte der Sängerinnen und Sänger, genauso wie die Konzerte und Stücke großer Ensembles. Oder die vielen Projekte und Werkstätten, die sich kurz geschlossen haben und Schutzmasken nähen, um Kapazitäten freizumachen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. All das verlangt unseren Dank und den will ich von Herzen gern geben. Aber es gibt auch deutliche Kritik, beispielsweise an den Privat- und Hausbanken, die trotz Bürgschaften hohe Zinsen wollen oder sich ganz zurückziehen. Das ist ein klares Foulspiel, das werden wir so nicht hinnehmen. Danke auch an Frau Popp, die hier sehr klare Gespräche führt. So schnell hier die Hilfen des Senats angelaufen sind, es bleiben Unschärfen und es bleiben blinde Flecken. Es braucht auch die Unterstützung für größere private Einrichtungen, die bisher ohne jede öffentliche Förderung ausgekommen sind. Denen hilft ein Kredit nicht. Ebenso wenig wie den sozialen Trägern, denen durch die Corona-Pandemie die Leistungserbringung momentan nicht oder eben nicht in vollem Umfang möglich ist. Eine Lösung brauchen wir auch für die Sozialverbände. Menschen in systemrelevanten Berufen müssen langfristig besser geschützt und auch bezahlt werden. Das Kurzarbeitergeld sollte deutlich erhöht werden, auch über Pandemiezuschläge für niedrige Renten und Hartz IV muss nachgedacht werden. Kredite sollen mit sehr niedrigen oder Nullzinsen vergeben werden, die Rückzahlung auch an künftige Erträge gekoppelt sein. Und wie können wir noch stärker eigene regionale Unternehmen bei der Produktion wichtiger Schutzkleidung, Desinfektionsmittel oder eben auch wichtiger medizinischer Geräte motivieren? Meine Damen und Herren, so wie wir bei der Pandemie am Anfang stehen, stehen wir auch bei den Hilfen am Anfang. Hier müssen wir als Land, aber auch als Bund nachbessern. Unbedingt, schnell und zuverlässig. Vielen Dank.